Also heute die Netzwerkveranstaltung hier in Memmingen war total inspirierend, fand ich. Es waren ganz viele tolle Gespräche, die wir führen konnten, um auch Bedarfe zu ermitteln. Und genau, da kann man sich einfach nur wünschen, dass das öfter stattfindet. Das Veranstaltungsgewerbe ist einfach People's Business und daher ist es einfach wahnsinnig wichtig, sich auf allen Ebenen mit möglichst vielen Menschen auszutauschen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es einfach einen richtigen Mehrwert bringt, eben Menschen zu kennen, sich auszutauschen, Erfahrungen weiterzugeben und eben Erfahrungen zurückzubekommen. Ich habe ein paar Leute getroffen, die ich noch nicht kannte, und man hat auch wieder wunderschön gehört von Leuten, die man noch nicht so gehört hat, dass da überall Leidenschaft dahinter steckt. Das gibt dann natürlich auch so ein bisschen einen Boost, und von den Workshops nehme ich auf jeden Fall auch wieder die Lust, Förderung zu beantragen mit, die davor verflogen war. Ich bin sehr glücklich, dass heute so viele unterschiedliche Leute gekommen sind, die ich zum Großteil auch nicht kannte. Das bestätigt nämlich genau das. Wenn wir jetzt alle in ein oder zwei Städten wären, dann hätten wir uns auch vorher schon gekannt. Ja, weil man vielleicht, glaube ich, ganz ähnliche Ideen oft hat oder auch vor ähnlichen Problemstellungen steht. Und mehrere Leute sind immer schlauer als einer. Wir können wieder Infos an andere weitergeben und einfach diese Austausch. Und ich finde, da sollte sich nicht jeder verstecken, sondern und sein Wissen für sich behalten, sondern einfach miteinander teilen. Also mitnehmen von dem heutigen Abend tue ich auf jeden Fall die absolute Notwendigkeit, auch in Memmingen Netzwerk Treffen zu veranstalten. Auch wenn es vielleicht damals mal geschehen ist, aber jetzt fehlt es total. Und das war eigentlich ein guter Kick-off, um daran weiter anzuknüpfen. Auch in Zusammenarbeit mit den Kulturämtern, netzwerkübergreifend. Das waren ja auch einige Kolleginnen heute hier. Da gibt es auch zu wenig Anlässe, um ähnlich arbeitende Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Und der Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund. Ja, ich glaube, man muss einen ländlichen Raum fördern, weil da gibt es einfach super viele junge Leute, die was machen wollen, die motiviert sind. Und für mich persönlich ist wichtig, dass man alternative Kulturangebote schafft, die nicht nur katholische Landjugend und Burschenverein sind, sondern wo irgendwie progressive Ideen vertreten werden, wo man ein bisschen über den Tellerrand schaut. Und ich glaube, da kann man viele Leute auch mitnehmen, wenn es einmal Angebote gibt, die nicht jedes Jahr das Gleiche sind, sondern einfach, dass man ein bisschen Subkultur zeigt, ein bisschen alternative Kultur. Also wir haben, oder das habe ich schon bei der Einladung gemerkt, bei uns hört halt wirklich irgendwie so dieser Arbeitsbereich an den Stadtgrenzen auf. Und wir haben genau, das ist nicht weit weg, das sind irgendwie 10, 15 Kilometer. Und da sind dann Kulturvereine, die wahnsinnig dankbar sind, wenn sie auch sagen, Mensch, na, ich würde auch aus Ansbach mal was zu uns holen oder kommt ihr mal uns irgendwie unterstützen. Und das geht schon vom Toilettenwagen los. Das sind ganz kleine Dinge, wo man einfach sagt, Mensch, ihr hättet es, wir bräuchten es auch mal. Also gerade in der Praxis ist das wahnsinnig hilfreich. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es überall wichtig, dass sich die Leute miteinander vernetzen, damit man halt so ein bisschen zusammen voneinander lernen kann, sich gegenseitig unterstützen kann und so wahrscheinlich am Land die begrenzteren Ressourcen gemeinsam gut nutzen kann und Dinge gut umsetzen kann.